Wilhelm Busch. Der Knoten. Als ich in Jugendtagen noch ohne Grübelei, da meint ich mit Behagen, mein Denken wäre frei. Seitdem habe ich die Stirne oft auf die Hand gestützt und fand, dass im Gehirne ein harter Knoten sitzt. Mein Stolz, der wurde kleiner. Ich merkte mit Verdruss, es kann doch unser einer nur denken, wie er muss.